In der Körperhaltung, die wir Muslime einnehmen, symbolisieren wir die totale Ergebenheit in der Beziehung zwischen Allah und den Menschen. Allah der Gnädige gibt uns die Erlaubnis, in der ersten Position des Gebetes aufrecht vor ihm zu stehen. Es ist eigentlich ein Gnadenakt, dass wir unseren Schöpfer in dieser Stellung begegnen dürfen. Wir stellen uns also gerade hin vor Allah und müssen nicht in Niederwürfigkeit zu Allah gekrochen kommen. Er gibt uns einen Wert, er respektiert uns. Er sagt, oh mein Diener, trete mir nahe. Und wir dürfen ihm nahe treten, ohne dass wir gleich am Boden runterrutschen müssen. Oder sonstiges. Wenn ihr mal andere Religionen anschaut, das kann man vor allem bei Hindu-Tempel sehen und sowas, wenn sie eine Darbietung machen, ihre erste Handlung ist, sie schmeißen sich gleich ganz am Boden runter. Gleich in der tiefsten Erniedrigung. Und Allah subhanahu gibt uns einen Wert. Wir dürfen aufrecht vor ihm stehen. Sozusagen von Angesicht zu Angesicht. Das haben damals diese Könige, die wo sich sonstiges gehalten haben, sie haben diesen Zustand nicht geduldet. Wenn einer gekommen ist, ob das ein Botschafter war oder sonstiges, das Mindeste war, er musste in gebückter Haltung sein. Aber sehr viele, die mussten sich vor dem König am Boden niederschmeißen. Er wollte so viel Respekt haben. Und diesen Respekt zollt uns Allah subhanahu wa ta'ala. Wir dürfen aufrecht vor ihm stehen. Wir denken viel zu wenig darüber nach, über die Positionen. Dass wir das Gebet anfangen dürfen, indem wir gerade vor ihm stehen dürfen. Er gibt uns eine Ehre. Wir müssen nicht unser Gesicht verlieren. Er gibt uns einen Wert, in dem wir stehen dürfen. Und danach zeigen wir unsere erste Demut, indem wir uns verbeugen vor unserem Schöpfer. Die erste Demut, ja Rabbim, vor dir verbeuge ich mich. Du bist mein Herr, du bist mein Rab. Und dann kommt die größte Ehrerbietung gegenüber unserem Schöpfer, indem wir uns am Boden niederwerfen, Sejde machen, diese Niederwerfung. Und in uns klar werden und bewusst werden, ja Rabbim, keiner verdient es, dass man sich vor ihm niederwerft. Du bist der Anbetungswürdige. Kein anderer, vor dem sollten wir uns niederwerfen. Du gibst uns das Leben. Und vor allen Dingen machen wir in dieser Position uns auch klar, dass wir total abhängig sind von unserem Schöpfer. Was wären wir ohne unseren Schöpfer? Wir wären gar nichts. In dieser Niederwerfung, in dieser Setzstelle, wo wir uns befinden, bekunden wir, erkennen wir an, dass wir total abhängig sind. Und doch, dass dieser Schöpfer in der Abhängigkeit, wo wir stehen, uns einen sehr großen Wert gibt. Einen sehr großen Wert. Dass wir uns von dieser Niederwerfung wieder aufrichten dürfen. Wir müssen nicht die ganze Gebetshaltung mit unserem Kopf am Boden sein. Wir dürfen uns wieder aufrichten. Wir dürfen sagen, ja Rab, du hast uns geschaffen. Wir sind deine Diener. Er gibt uns eine Ehre und einen Wert. Und das ist eigentlich ein Schöpfer, der über alles befehligt, der über alles die Macht hat, den keiner etwas entgegenbringen kann. Und dieser Schöpfer erlaubt uns, dass wir vor ihm stehen dürfen. Ist es nicht eine Berechtigung? Ist es da nicht zu Recht, dass wir uns alle hingeben? Dass wir das akzeptieren und annehmen, was uns alle auferlegt? Welche große Sache ist es schon, wenn Allah von uns verlangt, wir sollen beten und wir beten nicht? Bei der Macht und bei der Stärke, die er hat. Wenn wir vor 100 Jahren gelebt hätten und wären hochmütig zu einem König gegangen und hätten ihm irgendwas, eine Botschaft erzählt und wir hätten uns nicht verbeugt, dem König ist das egal, von wem wir kommen, wer uns geschickt hat. Wenn wir uns mindestens nicht gebeugt hätten, hätte er unseren Kopf abschlagen lassen. Das war seine Antwort drauf, auf die Hochmütigkeit. Wie kann ein normaler Mensch in die Nähe eines Königs kommen und genauso aufrecht stehen wie der König? Das war ein Unding der damaligen Zeit. Und dieser hat dann auch gehandelt. Dieser hat dann die Leute den Kopf abschlagen lassen. Also wenn wir bedenken, welche Macht Allah subhanahu wa ta'ala hat und dass wir es doch zusammenbringen, dagegen zu rebellieren, uns nicht die Mühe machen, unsere Ergebenheit Allah gegenüber zu zeigen, indem wir uns hinstellen, indem wir beten, indem wir unsere Gebete verrichten und das Gleiche zum Wohl uns Allah subhanahu wa ta'ala mit einer Würde entgegentretet, dass wir vor ihm erstmal stehen dürfen, dass wir ihn mit dem Salamgruß begrüßen dürfen im Stehen, von sozusagen Angesicht zu Angesicht, und wir mit Ehre behandelt werden, warum wollen wir das eigentlich nicht machen? Warum wollen wir nicht Allah so entgegentreten? Wollen wir am jüngsten Tag Allah entgegentreten, indem unser Gesicht geneigt ist, indem Allah sich uns nicht zeigt,
weil er es für nötig hält, uns nicht den Wert zu geben, dass wir mit ihm reden dürfen, dass wir ihn sehen dürfen, ist uns da die Situation im Jenseits lieber. Jetzt haben wir die Möglichkeit, in Ehre vor Allah subhanahu zu stehen. Am Tag vom Qiyamah, da wird es mit der Ehre dahin sein. Wenn wir dafür etwas bestraft werden, wo wir uns nicht die nötige Zeit genommen haben, um nachzudenken, für was das Gebet eigentlich ist. Wir sind von den ganzen Religionen, die es auf dieser Welt gibt, die einzigen, die Allah Subhanallahs Offenbarung, was er gegeben hat, Abrahi, was wir selber in den Mund nehmen dürfen und was wir sprechen dürfen. Die Juden sagen zwar auch, sie haben vielleicht Gottes Buch, die Tora, aber es ist ja nicht mehr Allahs direktes Wort. Es sind Erzählungen, Aufschreibungen von Erinnerung, was Allah Subhanallah gesagt haben könnte. Aber wir Muslime, wir haben die Ehre, Yunus, wir haben die Ehre, dass wir Allahs Wörter in den Mund nehmen dürfen. Dass wir das haben, was Allah einst den Propheten sallallahu alaihi gegeben hat. Keine andere Religionsgemeinschaft hat diese Ehre. Wir dürfen es nehmen, wir dürfen es sprechen. Allah subhanahu gibt uns diese Ehre, obwohl es damals zu den Propheten gesprochen hat. Wenn wir also das Gebet verrichten, dann haben wir solche kleine Eigenschaft wie ein Prophet. Weil wir sprechen die Botschaft des Islams, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Diese Ehre können andere erstmal suchen. Sie reden irgendwas daher, sie sprechen irgendwas daher und sie wissen zum Beispiel gar nicht, die Christen, sie sprechen ihre Gebete und wissen gar nicht, wer etwas geschrieben hat. Was sie aus der Bibel entnehmen, aus dem Neuen Testament, das kann irgendjemand geschrieben haben. Sie nehmen alles, kommt von Gott oder vom Heiligen Geist, aber das kann sonst jemand geschrieben haben. Irgendein vorbeilaufender Dichter hat irgendein Zettel vor und haben die gefunden und gesagt, das ist Evangelium oder was auch immer. Sie wissen nicht, was sie sprechen, wer die Quelle ist. Und uns, Allah subhanahu hat uns die Ehre gegeben, dass wir wissen, was wir sprechen. Allah gibt uns sozusagen in jedem Gebet den Rang eines Propheten, weil wir nämlich die Wörter von Allah subhanahu nehmen, was eigentlich nur den Propheten vorbehalten war. Dadurch, dass wir natürlich alles Worte sprechen, die er selbst offenbart hat, steckt da natürlich eine größere Wirkung dahinter, wie wenn wir unsere eigenen Wörter zusammenreimen würden. Wenn wir ein Gebet selber Texte zusammendichten würden, was wir gerne von Gott hätten. Aber so gibt uns all etwas vor, Texte, in denen etwas drinnen steckt, eine Wirkung, die wofür uns genau angemessen ist. Allah subhanahu hat uns geschaffen. Er weiß, wie wir sind. Und auf uns abgestimmt hat er die Texte, die wir verwenden. Wenn wir zum Beispiel die El-Fatiha Sure lesen, wo wir Allah subhanahu preisen, wo wir um seine Rechtleitung bitten, wo wir anerkennen, dass er der König ist am Tage des Gerichts. Es ist alles auf uns abgeschnitten, dass wir das von ihm bitten, was für uns auch nützlich ist. Wir könnten viel bitten. Wenn wir unsere eigenen Texte nehmen würden, was käme dabei heraus? Ja, Rabbim, lass mich Millionär sein. Ja, Rabbim, gib mir die schönsten Frauen. Ja, Rabbim, gib mir diesen BMW vom Nachbarn oder sonstiges. Wir würden nur an uns denken, von unserem Netz her. Aber wäre es für uns auch gut? So weit würden wir gar nicht gehen. Aber die Texte, wo wir im Gebet sprechen, die hat Allah subhanallah für uns auserwählt. Und in jedem Buchstaben steckt ein Geheimnis, das wodurch das Gebet in uns aufgelöst wird. Wo wir dann bekommen, in welcher Form auch immer. Das Gebet ist für uns unser Lebenssaft für die Seele, für den Ruh. Die Seele selber ist eigentlich ein reines Wesen, das Allah subhanahu geschaffen hat. Und die Seele würde ja gerne beten, vielleicht 24 Stunden am Tag. Aber durch das Geklemmtsein im Körper und durch mit den Nefs und den Scheitern hat die Seele halt nicht diese Macht, wo sie gerne hätte, dass wir viel über das machen. Aber die Seele verlangt danach, nach diesem Gebet, weil sie weiß, was das für sie bringt. Und darum sollen wir uns mal vorstellen und uns bewusst werden von den ganzen Geschöpfen, die Allah subhanallah geschaffen hat, dass das Gebet für uns eine Unterscheidung bringt zwischen den anderen Geschöpfen. Die Tiere
haben genauso Triebe wie wir. Der Unterschied bei denen besteht aber, sie handeln nur aus Notwendigkeit.